Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen wenig weiter City Skylines mit mir, The Gentleman, und unserem Städtebauprojekt Sonnenhafen, wo wir aktuell gerade unsere nächste Ausgliederung Grüningen am Besiedeln sind. Das Ganze sieht, sobald er das Fenster synchronisiert hat, so aktuell aus. Sprich, hier unser Stadtkern ist schon recht ordentlich. Wir haben hier und da ein paar kleinere Probleme, dass hier Arbeitnehmermangel herrscht und so weiter. Und hier haben wir zuletzt unseren Autobahnanschluss ein klein wenig angepasst und wollen hier jetzt Stück für Stück schauen, dass wir das Ganze optimiert bekommen. Wir hatten, glaube ich, auch die Verkehrsführung soweit bis hier zum Kreisel optimiert. Aber nichtsdestotrotz wäre mein Plan, dass wir dann hier jetzt nochmal schauen, dass wir hier erstmal ein bisschen grundlegend das Verkehrsgrid verbessern. Dort haben wir mit Median, also verbreitern wir hier die Anschlussstücke hinter der Auffahrt erstmal, dass die Spurzahl wieder passt. Erstmal um hier so eine Ringstraße, weitestgehend um das primäre Besiedlungsgebiet. Oh, da sehe ich gerade etwas, was mir nicht ganz so passiert war. Man sollte gucken, wohin man baut. So, dann hätte ich gerne mit dem Roundabout-Builder nein, nicht Two-Lane-Highway, wo haben wir Three-Lane-Highway mit Sound-Barrier. Das sollte passen. Und ich hätte ganz gerne gleich nochmal, das müsste glaube ich hier drunter fallen. Nicht Fourlane Road. Irgendwo hatte ich doch hier auch noch eine schöne National Road. Auch nach da oben führen würde.
um hier auf diesen Kreisel mitzuführen. Wobei speziell bei dieser Road würde ich jetzt ein bisschen gemeiner sein, damit nicht alle Leute sagen, ich fahre hier bei Seebeck ab und tingel durch die Ortschaft. Wie rum machen wir das? Wir sagen, dass hier nur 50 erlaubt ist. Auf diesem Teilstück und weiterhin im Siedlungsbereich weiter 40. Das sollte schon mal einen guten Teil der Abkürzer hier abhalten. Weiterhin würde ich ganz gerne für diese Straße oder wir möchten hier keinen Lieferverkehr drin haben. Also keine LKWs. Wobei eigentlich müsste da hinten das Teilstück reichen, als dass die Leute nicht auf dumme Ideen kommen. Nur was habe ich jetzt hier noch angestellt? Wir haben hier diesen Kreisel leider Gottes ein kleines Stück versaut dadurch, dass wir erst später diese Straße noch draufgeführt haben. Aber das ist nicht schlimm. Ebenso haben wir noch das Problem in Anführungszeichen, dass wir das hier noch nicht korrekt gemanagt haben. Bei diesen Sonderauffahrten. Die erstmal von der Verkehrsführung so, dass das ja eigentlich nur eine Alternative ist, um hier rauszukommen. Daher lassen wir auch nicht zu, dass hier irgendwas anderes gemacht wird. Ebenso sollten wir bei diesen beiden Teilstücken generell das rausnehmen. Ihr dürft hier gerne allesamt, wie es euch beliebt, reinfahren. Und die dritte hätten wir hier. Auch da nehmen wir die Zebrastreifen weg und sagen, ihr sollt mal hier schön reinfahren. Das Ganze erkennt man aktuell leider Gottes noch nicht aus den Straßenmarkierungen so sauber. Dann beginnen wir erstmal. Die hier werden. Oh. Seht ihr, was ich sehe? Ich habe Müll gebaut. Wir möchten nochmal wieder Large Roads. Zwar keine vierspurige mit Median, sondern nur eine dreispurige mit Median. Thank you.
das auch dort wieder. Aber nichtsdestotrotz, wir wollten die Straßenmarkierung angehen. Außerdem, was hier nicht sauber eingezeichnet ist, ist nämlich hier dieser Fußgängerüberweg. Nein, keine Halterlinie, Jüngchen. Das nicht. Ah, mit Shift. Das ist, was ich wollte. Das einzige Problem ist, dass der noch nicht richtig ausgerichtet ist. Strichlänge, irgendwo hatte ich doch hier, nein, nicht parallel, ganz genau. Das darf hier ruhig ein klein wenig. Irgendwas. Das darf hier ruhig ein ganz klein wenig anders gehandhabt sein. So, die beiden hier auch durchgezogen. Außerdem hätte ich Gnarf. Inzwischen kann man auch vernünftig das Krams hier löschen. Wobei. Stop. No markings. Leider hat es nicht ganz so gut geklappt, wie ich es gerne hätte, aber egal. Wir sind immer noch dabei, hieran zu arbeiten. Ist das besser? Das wirkt so ein Stück besser, wenn wir das so rum machen. Ja. Und dann diesen Bereich ebenfalls als Sperrzone markieren. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann schnappen wir uns die nächste Kreuzung. Gleiches Spiel wie eben. Durchgezogen.
Durchgezogen. Durchgezogen. Gestrichelt. Durchgezogen. Fußgängerüberweg. Nicht parallel zu den Straßen. Durchgezogen. Durchgezogen. Den habe ich schon durchgezogen. Und hier fehlt noch die jeweiligen Spuren. Dann halt flop, 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 flop und flop, flop, flop und flop. Dann haben wir auch dort die Sperrfläche. Und jetzt die dritte Kreuzung dieses Typs. Und ich sehe hier noch was, was mir ebenfalls nicht gefällt. Aber das gehen wir gleich an. Hier steht nämlich noch sowas, was eine Ampelanlage zu sein scheint. So, nicht parallel zu Fahrspuren. Und von dort nach dort noch eine durchgezogene Linie. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben hier leider Gottes gerade Ampelanlagen. Theoretisch können wir die komplette Ampelführung bei diesen Kreuzungen rausschmeißen, weil es gibt letztendlich keine blockierenden Elemente. Dann sollten wir gucken, grundlegend sieht hier schon mal die Verkehrsführung okay aus, aber wahrscheinlich die Spurführung des Kreisels dürfte problematisch sein. So, gucken wir uns das Ganze an. Wir haben zumindest schon mal dedicated Turning Lanes. Und da wir hier das große Problem mit inneren und äußeren Ein- und Ausfahrtspuren haben, müssen wir hier ein bisschen kreativer werden, wie wir das Ganze handhaben. Ebenso werde ich wahrscheinlich hier auch noch mal ein ganz klein wenig die Fahrspurzahl an dieser Stelle modifizieren. Dieses Teilstück, da reichen uns drei Spuren. Hier haben wir vier, eine geht ab, es kommt Verkehr hinzu. Könnte passen. Hier geht eine ab. Wir haben noch drei, die geradeaus kommen, aber das ist auch okay.
Hier kommt eine zu, das passt auch. Das passt auch. So, dann können wir jetzt hier kreatives Spurmanagement angehen. An dieser Kreuzung, leider Gottes, Jungs. Habt ihr das Problem? Ihr müsst in eurer Fahrspur bleiben. Sprich, die hier dürfen nicht quer hier rüber, um da hinzufahren. Auch bei dieser Kreuzung erlaube ich es nur, dass ihr sozusagen eine Fahrspur neben eurer aktuellen Fahrt. Das wird jetzt ein overmanaged roundabout. Sprich, ihr dürft jetzt hier hin. Auch hier lassen wir nicht viel Varianz zu. Denn an der Stelle dürfte es wahrscheinlich zu gefährlich sein, wenn wir den Verkehrsteilnehmern zu viel Optionen erlauben. Weil sie sich einfach dann zu sehr ins Gehege kommen. Eigentlich bin ich kein Freund von Overmanaging, aber an dieser Stelle könnte ich es bei diesem überkomplexen Roundabout wahrscheinlich als Vorteil sehen. Wenn wir hier ein bisschen mehr die Verkehrsführung nachjustieren, als es ganz praktisch wäre. Dann haben wir noch die Straßenmarkierungen, die auch hier noch nicht angepasst waren. Eigentlich gibt es da wenig zu markieren, außer dass wir erstmal bei allen Nodes die Markierung löschen, weil die uns stören werden. Dann beginnen wir erstmal mit unserem Zebrastreifen. Die bekommen wir zumindest schon mal schnell eingezogen. Bei den dafür gültigen Kreuzungen.
fällt mir ein. Hier gerade noch mal gucken. Schön. Die sind nur außen an. Und bei den beiden natürlich verboten. Dann sollten wir hier durchziehen, stricheln, stricheln, stricheln. Hier können wir durchziehen. Was ein bisschen unschön ist, ist, dass wir hier das Ganze. Ah, schön. Der ist inzwischen auch so, dass er drüber steht. Umso besser. Und zwar bis dorthin durchgezogen. Eigentlich nicht von dort, sondern nur von dort. Und dann hätten wir noch von hier. Und eine weitere Regel von hier nach dort. Und dort haben wir es durchgezogen. Und dann können wir das hier noch als vernünftige Sperrfläche markieren. Und da fällt mir noch ein Punkt auf, der aber so nicht realisierbar ist. Egal. Dann haben wir hier wieder durchgezogen. Erstmal in die Richtung. Und du in die Richtung. So, du gehst nicht bis dorthin, sondern nur bis dorthin. Und du gehst auch nicht nein, da ist die Strichlinie. Du gehst nicht bis da, sondern nur bis dort. Ebenfalls alles durchgezogen. Da können wir den Teil gegebenenfalls stricheln. Dann machen wir erstmal diese so rum. Und hier entlang geht es alles durchgezogen. Die ist natürlich exklusiv dafür. Da habe ich schon einmal Müll gebaut. Denn hier haben wir jetzt durchgezogen
Dort haben wir durchgezogen. Hier haben wir erstmal gestrichelt. Hier haben wir durchgezogen. Und zwar bis nach dort. Dann können wir die gestrichelte uns schnappen und die in eine durchgezogene, und zwar ebenfalls bis zum Schnittpunkt ändern. Und wahrscheinlich können wir hier das in gestrichelt ändern. Dann haben wir hier erstmal die Hauptverkehrsführung und die Abbiegespur. Und natürlich hier fehlt noch einmal durchgezogen. Dann können wir auch hier die Sperrfläche markieren. Kommt zum nächsten Element. Das ist wieder ein bisschen einfacher, weil wir hier nur eine Ausfahrt haben. Der riesige Vorteil auch, weshalb ich mir hier die Arbeit mit dem Micromanagement der Kreuzungsmarkierung mache, ist, dann weiß ich direkt, wie ich die Kreuzung konfiguriert habe. Und das ist für mich hier sozusagen der primäre Nutzen, weshalb ich mir den ganzen Spaß antue. Du erstmal durchgezogen. Du gehst nach dahinten. Und zwar nicht ganz auf den Eckpunkt, sondern nur bis dorthin und bist auch durchgezogen. Dann schnappen wir uns die hier. Du gehst nicht komplett durch, sondern nur bis dorthin als durchgezogen. Und von dort nach dort haben wir dich gestrichelt. Stricheln, stricheln. Wobei, eigentlich wären hier die ganzen gestrichelten gerade falsch drin, weil eigentlich ergänzt sich die Spur auf der rechten Seite. Das heißt, hier sagen wir, es geht erstmal primär geradeaus, aber hier drüben ergibt sich eine neue Fahrspur. Und dann fehlt hier noch eine durchgezogene Linie und die Markierung. Dort hatte ich schon. Das heißt, wir haben nur noch diese eine Kreuzung, wo wir wieder unsere Rechtsabbiegerspur haben. Das ist ein bisschen komplizierter mit der Brücke. Endpunkt der Regel ist dort. Dann gehen wir auf diese hier zurück, ziehen sie durch, sagen, dieser Endpunkt ist nicht der Endpunkt, aber dafür gibt es hier noch ein weiteres Verbindungselement. Sagen, hier haben wir eine weitere durchgezogene Linie. Und haben es ähnlich wie bei der letzten Kreuzung, weil wir als nächstes eine äußere Ausfahrt haben. Und markieren auch hier wieder eine Sperrfläche, sodass dieser Kreisel dann auch schon mal grundlegend passt.
Schade. Wobei. Am Güterbahnhof steht auch noch eine Windturbine. Upgraden mit der Leitung gegen beheizbare. Sorgen wir erstmal für eine grundlegende Abdeckung unterhalb der Straßen. In diesem Fall habe ich hier einen kleinen Ableger. Dann haben wir zumindest schon mal so ganz grob ein bisschen Heizung und Co. hier drüben. Eine separate Leitung wird hier rüber gelegt als Backup. Ebenso werdet ihr wahrscheinlich hier auch noch mal einmal drunter gegraben haben. So. Aber ich sehe, so langsam ist auch schon wieder die Zeit gekommen, um den nächsten Cut einzuziehen. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft, die City zu bebauen, aber so ganz grundlegend ist zumindest erstmal so die grobe Shape von dem Siedlungsbereich Grüning fertig. Die innerstädtischen Kreuzungen haben wir gerade abgeschlossen und dann wäre der nächste größere Bauanteil, dass wir hier bei Grüning sozusagen das Straßennetz und die Bebauung angehen und natürlich hier die Verkehrsknotenpunkte und Co. allesamt mit anschließen. Soweit erstmal. Bis dahin, euer Gentle.